Da steht's, das neue Mähwerk. Frisch importiert aus Österreich, weil leider hier in Deutschland nichts in der Nähe zu haben war. Grüß euch und hallo zusammen. Nach der Silageernte kommt das Güllefahren. Ich habe leider nicht so viel Gülle da, wie ich gerne hätte. Also ich kann gar nicht alle Flächen fahren. Obwohl ich ganz dünn fahre. Also ich fahre ungefähr 12 Kubik aufs Hektar. Viel weniger geht nicht, weil da müsste ich noch schneller fahren. Aber ansonsten läuft das Fassel gut. Da kann man gar nichts sagen. Die Bereifung ist toll. Ich habe also diese 28 LR26 drauf. Und man möchte es ja nicht glauben. Mein Eiselefass ist ja auch gut bereift mit 700er Radl. Aber wir haben beim letzten Schnitt haben wir wieder den Versuch gemacht, dasselbe Feld am selben Tag, einen Teil mit dem Joskin gefahren, einen Teil mit dem Eisele. Beim Joskin siehst du keine Spur und beim Eisele, obwohl es viel leichter ist und ja eigentlich auch genauso breite Reifen hat, sieht man die Spuren noch beim Mähen, also bei der Ernte. Erstmal ausklappen. Das nervt halt ein bisschen, weil man nicht gleich loslegen kann, sondern immer erstmal ausklappen. Aber so ist das Leben. Gut, D1 passt dann. Schauen wir mal. Da muss ich runter. Und man sieht natürlich die schlechter, wo man schon gefahren ist. Mähwerk ist fertig angebaut. Ich habe es angehängt, die Zapfhelle gekürzt, dass die passende Länge hat, die Entlastungsfedern eingestellt. Jetzt brauchst du schon wieder werden, dann können wir gerammert machen. Bestimmt baut Glas und Feller und Pöttinger, können die auch gute Mähwerke bauen. Und es gibt bestimmt auch bei Kuhn stabilere Ausführungen. Aber ich habe festgestellt, es wird kein Kuhn mehr, das wird ein Krone. Damals, wie ich das Kuhn gekauft habe, war ja schon die Frage, kaufst du das Krone, das, wo ich jetzt eben gekauft habe, oder das Kuhn.
Und ich habe mich dann, leider muss man sagen, fürs Kuhn entschieden, weil das ein bisschen schönere Schlag zusammenlegt. Und damals habe ich ja noch Gras geholt mit dem Ladewagen, dass ich halt vielleicht auch mal mit dem Mähwerk Gras holen kann. Ja, aber es war, ich sage jetzt mal, ein Fehler. Ja, ich habe jetzt hier noch etliche Hektar zum Mähen am dritten Schnitt, beziehungsweise auch noch am zweiten Schnitt. Also wir haben jetzt, ich mähe jetzt hier in Orheberg und das Mösel mähe ich noch. Das hätte eigentlich letzte Woche noch auf Silo drauf sollen, aber ja, wir sind einfach nicht fertig geworden. Wir sind einfach nicht fertig geworden und irgendwann musste sagen, Schluss, Feierabend, der Häcksler ist bestellt. Guten Morgen, nächster Tag, ich mähe gerade die Korsavis. Aber gestern habe ich mir mein Gramat noch waschen lassen. Da kommt auch so ein blödes Gewitter und spritzt da schnell 2,5 Liter drauf auf dein gemähtes Gramat. So ein typischer Heuspritzer halt, aber mein, so ist das Leben, da kann man nichts machen. Aber er ist schon mutig. Da lasst er mich so nah an sich vorbeifahren und ich habe nicht einmal die Schutztücher runter, weil ich mir gedacht habe, das braucht es nicht, weil es dauert ja noch ein bisschen. Servus beieinander. Ja, wir sind schon wieder am Mann. Wie ihr im Hintergrund seht, der Chef probiert sein neues Spielzeug aus. Haut wunderbar hin. Und ich warte darauf, dass er fertig ist, dass ich mit dem Kreiseln losgehen kann. Das, was jetzt nicht mehr so ganz letzte Woche zeitlich eingepasst hat beim Silieren, haben wir jetzt heute und morgen auf Trocknung. Gang in der Stufe C zu lang. Das, was ich ja in dem Intervideo schon bemängelt habe. Und jetzt kann ich hier, wenn ich vom Schwarzen mache, ich normalerweise in Gruppe C. Und hier geht es jetzt relativ gut, weil ich viel Platz habe. Aber ich muss ja echt den Standgas umdrehen, weil langsamer geht er halt nicht auf C1. Und dann kann ich wieder hoch beschleunigen. Das geht mit dem 5er Frühschäden mit den 4 Lastzeitstufen. Aber ich bringe das auch so. Und sag mal, warum musst jetzt du auf der Linse hocken, oder? Jetzt hock doch glatt so ein Fliegenviech auf der Linse. Ja. Also mit den Insekten haben wir es halt. Die Bremer sind halt unterwegs. Ich weiß nicht, wie viel mich heute schon im Rücken gestochen haben.
2 unserer Grummel Großaktion. Wir sind in Grauwald herunter beim Schmaden. Gestern haben wir noch 5 Hektar eingefahren, aber es hat keine Bilder gegeben, weil wir dann einen Stress gehabt haben im Stall. Bei einer Kur, die haben es umgeschmissen. Haben wir dann noch ein bisschen betuddeln müssen. Es soll jetzt ein bisschen später geworden. Ja, auf jeden Fall bin ich da in Grauwald herunter beim Schwaden. Das Zeug ist schön trocken, aber das ist auch kein Wunder, weil da steht echt nicht viel. Dem ist das Wasser ausgegangen. Das krasse Gegenteil in Straßach auf dem Lössboden und mit dem richtigen Spritzer Wasser in der zur richtigen Zeit. Und da unten in Grauwald gibt es schon ziemlich dünne Schlagen. Thomas versucht da verzweifelt den Ladewagen vollzubringen. Und ich versuche ihm davon zu fahren, weil der schon Massen wegfährt. Definitiv, die Heutrocknung, die dritte Box ist ziemlich voll. Klar setzt sich der Stock noch ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass wir wegen ein oder zwei Furten nochmal anfangen mit der Heutrocknung zu trocknen. Das stellt sich raus. Ja, damit ist der dritte Schnitt soweit durch. Also er sagt jetzt fürs Wochenende wieder ein bisschen Regen. Morgen soll eine Kaltfront durchziehen. Und versprochen sind uns 10 bis 15 Liter. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es 30 oder 60 werden, bin ich auch nicht böse. Darf ruhig ringer. Aber man ist ja froh um jeden Liter, den man kriegt. So, dann lege ich das einmal auf. Das ist jetzt in Straßach ein Kleegras, wo wahnsinnig dick gestanden ist und das haben wir heute echt nochmal auseinanderschmeißen müssen, weil es gestern noch die Stängel so grün waren, dass wir gesagt haben, das hat jetzt keinen Wert. Problem ist, dass jetzt natürlich die Blätter so dürr sind, dass es schon problematisch ist mit den Bröckelverlusten. Darum fahre ich jetzt abends, es ist inzwischen fast 7 Uhr, in der Hoffnung, dass es schon so wieder ein bisschen angezogen hat, weil es im Schatten liegt vom Wald und dass die Bröckelverluste in den Gara so hoch sind, weil in den Blättern steckt die Milch. Die machen nur satt. 3 Stagen noch, ich hoffe, ich bringe es auch auf die Kurve. Weil da steht nämlich ganz schön viel Zeug.
So, das war es jetzt mit dem Heitrocknungsheu für dieses Jahr. Wir hätten zwar noch ein bisschen Platz, aber ich glaube nicht, dass wir in 3 oder 4 Wochen da nochmal anfangen. Das wird dann eher zum nächsten Siloschnitt mitlaufen, aber das sehen wir mal. Also man soll ja niemals nie sagen. Also ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es uns dann da mal hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.